Ja, moin, meine lieben Serienfreunde. Sag mal, habt ihr Lust auf eine Fantasy-Serie aus Deutschland? Oder seid ihr vielleicht skeptisch, weil es eine Fantasy-Serie aus Deutschland ist? Dann bleibt doch jetzt vielleicht mal dran, denn in diesem Video möchte ich euch verraten, wie die neue Prime-Videoserie Der Greif ist. Ja, Der Greif, das Buch, wurde verfilmt und nun gibt es dazu eine Serie. Ich verrate euch in diesem Video, worum geht's, was erwartet euch und wie finde ich das Ganze. Das ist natürlich spoilerfrei und damit fangen wir jetzt einfach an. Los geht's. Ja, meine lieben Serienfreunde, seit heute dem 26. Mai 2023 gibt es die erste Staffel mit insgesamt 6 Episoden zu Der Greif bei Prime Video inkludiert zu streamen. Und hierbei handelt es sich natürlich um eine Adaption des gleichnamigen Romans aus dem Jahre 1989. Ist also so alt wie ich, 34 Jahre alt. Jung natürlich. Und dazu hat man nun eben eine Serie gemacht. Und diese Serie handelt von Mark. Mark ist 16 und hatte jetzt nicht unbedingt die unbeschwerteste Kindheit durch verschiedene Faktoren. Und als er eben nun 16 wird, weiht ihn sein großer Bruder in ein Geheimnis ein. In ein Geheimnis, was Mark schon immer so ein bisschen erahnte, aber nicht glauben wollte. Ein Geheimnis, was von einer anderen Welt erzählt. Ein Geheimnis, welches von einer Welt namens der Schwarze Turm handelt. Eine Welt, die auf mehreren Ebenen existiert und von einem Greif unterjocht wird. Und Mark und seine Vorfahren, die sind eigentlich dafür zuständig, das Tor zu dieser Welt zu beschützen und eventuell den Greif auch endlich aufzuhalten. Und Mark hat da überhaupt keinen Bock drauf. Und auch wenn er Bock drauf hätte, keiner will ihm glauben. Und wir dürfen ihm dabei zuschauen, wie er letztendlich mit der ganzen Situation umgeht. Ja, jetzt ist es natürlich so, ich habe dieses Buch nie gelesen. Ich habe Der Greif und das Ganze, was dazugehört, nie gelesen. Ich habe erst jetzt mit der Serie da überhaupt einen Bezug zu bekommen. Und habe erst so gedacht, okay, nach dem Trailer, na, ist das jetzt mal wieder so ein Versuch, sowas wie Dark zu werden? Und ich glaube, immer wenn eine High-Quality-Serie auf den Markt kommt aus Deutschland, dann vergleicht man es immer direkt mit Dark. Und dann habe ich mir letztendlich die ersten 3 Episoden im Kino anschauen dürfen. Ist schon ein paar Wochen her und ich dachte mir, komm, ich gehe da mal hin, ich schaue es mir einfach mal an. War schon ein bisschen erschrocken, dass kaum jemand meiner Pressekollegen in Hamburg dabei war. Und dennoch muss ich sagen, nach diesen 3 Episoden wollte ich die restlichen 3 Episoden schauen. Und die letzten 3 Episoden, also 4, 5 und 6, habe ich mir jetzt die vergangenen Tage endlich anschauen dürfen. Und mein Urteil ist sogar noch mal besser geworden. Aber das heißt jetzt nicht, dass euch jetzt hier die krasseste Fantasy-Serie überhaupt erwartet. Und deshalb spulen wir vielleicht kurz zurück. Es ist also eine Fantasy-Serie aus Deutschland. Und wenn man sagt aus Deutschland, dann weiß man meistens schon, okay, hier wird wahrscheinlich ein anderes Budget sein, als wenn wir jetzt zum Beispiel von Amazons Die Ringe der Macht sprechen. Aber wir sprechen natürlich auch im gleichen Zug dann immer mit anderen deutschen gleichwertigen Serien und viele nennen dann eben sofort Dark, weil das so in den vergangenen Jahren natürlich das große Serienhighlight aus Deutschland war, was weltweit funktioniert hat. Und ich muss hier eins vorweg sagen, Der Greif ist nicht Dark. Es gibt eine ähnliche dunkle Stimmung, aber es ist ein ganz eigener Vibe. Es ist nicht Dark und das ist auch gut so. Es ist nichts Schlechtes daran, nicht Dark sein zu wollen. Denn Dark ist einmalig und mit 1899 ist es auch kein neues Dark geworden. Deswegen, Greif hat seinen ganz eigenen Vibe. Ein Vibe, der mich so ein bisschen erinnerte auch so an so Nickelodeon und Kika Super RTL, Coming of Age, Teenager, Fantasy-Stoffe. Das klingt jetzt negativ, aber wartet kurz. Das gemischt mit doch einem höheren Budget und einem sehr erwachsenen und düsteren Touch. Vor allem auch, weil in der Serie immer mal wieder auch so ein paar Horrorelemente stattfinden in Form von Fabelwesen, kann man das so bezeichnen? Wesen, die aus dieser Fantasy-Welt stammen, wo Mark eben eine Verbindung zu hat, also die Hauptfigur. Und diese Wesen, ganz ehrlich, die sehen schon echt creepy aus. Mark, wir müssen raus hier. Erinnere dich an deinen Vater. Der Greif ist weder Mensch noch Tier. Es ist unsere Bestimmung. Gemeinsam gegen den Greif. Du konzentrierst dich auf den Ort, wünschst dich dorthin. Und dann bist du plötzlich da. Du bist der Weltenwanderer. Deshalb lasst uns direkt in meine Kritik einsteigen. Denn wenn man hört, dass ein berühmtes Fantasy-Buch zur Serie und als
High-Fantasy-Serie betitelt wird, dann hat man natürlich die ein oder andere etwas höhere Erwartung. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man dann natürlich hört, sie kommt aus Deutschland, dann sinkt die Erwartung vielleicht wieder ein bisschen. Bei mir war die Erwartung ziemlich niedrig. Ich habe gedacht, komm, ich gucke mir das mal an. Ich mag ja auch trashige Fantasy-Sachen, also ich gehe da mal rein. Und da kam eben diese Kinoeinladung, wo ich die ersten drei Folgen gucken konnte und dachte, hey, komm, mach ich. Und ich muss sagen, es gab echt einige visuelle Momente, wo ich gedacht habe, naja, das sieht jetzt nicht so gut aus. Das hätte man besser machen können. Und das, obwohl so viel Fantasy-Welt gar nicht in den ersten drei Episoden vorkommt. Und dennoch gibt es dann wiederum genügend Fantasy-Momente, wo ich gedacht habe, wow, das sieht richtig gut aus. Es gibt horrorartige, creepy-artige Wesen, die aus Pflanzen heraus entstehen. Und du denkst dir, what the fuck, das sieht richtig, richtig gruselig aus. Und man hat gar nicht mehr im Sinn, dass das eine deutsche Produktion ist. Aber wiederum gibt es dann wieder, wie gesagt, so Momente, wo ich gedacht habe, naja, das hätte man besser machen können. Aber da ist zum Beispiel so eine High-Fantasy-Serie wie Das Rad der Zeit oder teilweise auch Die Ringe der Macht nicht unbedingt besser. Das musst du dann auch erstmal schaffen. Und deshalb muss ich sagen, dass obwohl es Schwächen gibt in den visuellen Momenten, im Gesamtbild der ganzen 6 Folgen ich nirgendwo so richtig mich gestört gefühlt habe. Es gab Momente, wo ich klar gedacht habe, hey, das, ne? Naja. Aber wenn man dann so langsam in die Welt einsteigt, dann ist einem das egal. Vor allem, wenn man sich an die, ich nenne sie jetzt einfach mal Gargoyles, gewöhnt hat, so Steinwesen, die in dieser Fantasy-Welt existieren, die sehen erst recht künstlich aus. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich einige beschweren, aber es sind nun mal Steinwesen. Ja, die haben jetzt keine großartigen Gesichtszüge. Und da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Und das ist auch der Moment, wo ich sage, das hat ein bisschen was von diesen Teenager-Fantasy-Serien, von eben diesen ganzen Kinder-Jugend-Kanälen. Aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, funktioniert das. Und dann wünscht man sich sogar, noch mehr von dieser Fantasy-Welt erleben zu dürfen. Denn der schwarze Turm, in dem eben dieser Fantasy-Part stattfindet, der wird dann doch sehr wenig gezeigt. Was für mich der viel, viel größere Kritikpunkt als die Effekte sind. Denn, wie gesagt, die Effekte, da gibt es schon geile Momente. Aber ich erlebe zu wenig von dieser Fantasy-Welt. Und auch der Greif, der titelgebende Greif, kommt mir hier zu wenig zur Geltung. Der wird schon ziemlich Fantasy-trashig dargestellt, wo ich nicht so richtig Angst vorbekommen habe. Was natürlich immer schlecht ist, wenn es darum geht, dass dieser Tyrann geschlagen werden muss. Ja, irgendwie kam das noch nicht so gut rüber. Das ist wirklich, wirklich schade. Aber wiederum, ja, seine Genossen drumherum, die hatten schon einen gewissen Vibe. Und da hat das Make-up auch definitiv gute Arbeit geleistet. Aber dass wir nicht allzu viel von dieser Fantasy-Welt erleben, liegt eventuell auch einfach am Budget und daran, dass es nur 6 Episoden sind. Ich muss hier auch mal wieder sagen, liebe Streamingdienste, hört auf, so kurze Serien rauszubringen. Das ist ein langer Film, aber keine Serie mehr. 6 Episoden. Kommt bitte mit 10 bis 13 um die Ecke und ich bin glücklich, diese 22 von früher brauche ich auch nicht, aber so 10 bis 13, das wäre schon wieder wichtig. Vor allem, um eine Story auch vernünftig erzählen zu können. Und da hakt es definitiv bei der Greif. Vor allem aber auch, weil man dadurch bestimmte Charaktere nicht so richtig kennenlernen kann und diese dadurch nur noch wie Klischees wirken. Es gibt da so ein paar Jugendliche in dieser Serie, wo ich wirklich gedacht habe, boah, die sind so krass aus der Klischeekiste. Aber hier muss man natürlich auch sagen, das Buch ist 34 Jahre her. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber vielleicht waren die da auch schon so klischeehaft. Und dann passt es natürlich, wenn man es adaptiert. Aber das war schon teilweise wirklich sehr creepy, cringe. Hat irgendeine Generation gesagt. Und das hat mich schon, das war schon ein bisschen schade, vor allem dann auch noch gepaart mit ein paar Anschlussfehlern, die, ich glaube, sogar jedem, der nicht drüber nachdenkt, auffallen. Ich sag nur Fahrrad, Leute. Ich sag nur Fahrrad. Wenn ihr es geguckt habt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Das ist ein Part, der jedem auffallen sollte. Nun ja, im Grunde sind das aber die negativen Parts, die ich für diese Serie habe. Und es klang jetzt vielleicht schon wieder teilweise sehr negativ, aber diese Serie ist für mich eher am Ende sehr positiv in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, ich habe die ersten 3 Folgen im Kino geguckt. Jetzt wird einer schreiben, naja, hast du jetzt schon 1000 Mal gesagt. Ich wollte unbedingt mehr sehen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ins Kino gegangen, ohne Erwartung, ohne wirklich großartig was zu wissen. Und jede Folge ging 1 Stunde.
Und ich hatte immer mehr Bock drauf. Von Folge zu Folge wollte ich mehr sehen. Denn irgendwie hat man es geschafft, eine schöne, düstere Welt aufzubauen mit einem schönen 90er-Jahre-Charme, mit aber auch einer angespannten Szenerie, die auch durch das, was man uns dort zeigt oder auch nicht zeigt, eine Spannung hervorbringt, so dass man die ganze Zeit mehr wissen will. Es werden immer wieder Fragen aufgeworfen und man ist sich nicht so hundertprozentig sicher, wie das eigentlich zusammengehört, wenn man das Buch nicht kennt. Wie gesagt, ich kritisiere hier, ohne das Buch zu kennen. Aber für mich als Nicht-Kenner hat es Spaß gemacht. Es hat mich unterhalten, vor allem auch, weil das Haupttrio Bebo, Mark und Peggy, die hier einfach funktionieren, denen ich gerne folge, die auch ein paar Klischeepunkte haben, aber die einfach von ihrem Spiel etwas geben und auch nicht dieses typisch deutsche Theaterschauspiel abliefern. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und das, obwohl es ein, zwei Dialoge gab, wo ich gedacht habe, naja, schon ein bisschen cringe oder hey, müsst ihr jetzt unbedingt erwähnen, dass es der Bruder ist. Ich sehe, dass es der Bruder ist. Ja, aber diese drei haben es wirklich, wirklich gut gemacht und die tragen auch die Serie. Man hat richtig Bock, denen zu folgen. Ich zumindest. Und durch die, vor allem auch durch Becky, tauen auch so ein paar der klischeehaften Nebencharaktere ganz gut auf. Und wer auch unglaublich gut funktioniert, ist die Mutter von Mark, die ohne Scheiß, da muss man wieder den Dark-Vergleich sehen, die könnte direkt aus Dark kommen. Also vom Feeling, vom Flair her, 1:1 Dark. Im Gegensatz übrigens zu Armin Rohde. Der hat zwar gut gespielt, aber seine Spielart, die passt für mich einfach nicht in die gezeigte Welt hinein. Es wirkte mir zu locker leicht, zu naivartig. Irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn einfach schon zu lang als Schauspieler verfolge. Er hat für mich einfach nicht reingepasst. Während zum Beispiel ein gewisser Therapeut in dieser Serie auch gut gespielt hat, aber mir zu klischeehaft war. Man hat recht schnell erkannt, okay, der wird so und so. Und irgendwie kam er auch mir direkt zu sehr aus einem Tatort herausgesprungen. Ja, aber nicht nur Cast, Spannung, Vibe haben die Serie gut gemacht, sondern auch die doch heftige Brutalität. Es gibt auch so einige sehr blutige Szenen. Da gibt es halt, wie gesagt, diese creepy Monster. Da gibt es auch so eine Szene, da ich dachte, okay, ich wäre gestorben. Ja, und es gibt aber auch ein schönes Tempo. Also diese ganze Story wird wirklich sehr temporeich erzählt. Und auch wenn sie sich dann eben immer wieder abwechselt zwischen diesem Teenager-Günstig-Fantasy und typisch deutsch-Krimi-Feeling, kommt dann eben oben drauf dieser Vibe, von dem ich gerade erzählt habe, samt dem Cast und der Story, die interessant ist, wo man einfach Bock hat, mehr zu erfahren. Und deshalb kann ich euch, wenn ihr euch drauf einlasst, empfehlen, Der Greif zu schauen. Ich habe nicht erwartet, dass diese Kritik so positiv ausfällt, aber ich habe Bock auf eine weitere Staffel. Und gerne darf hier Amazon noch mal mehr Geld reinstecken und gerne auch ein paar Episoden mehr spendieren für die zweite Staffel. Ich finde, die Serie hat es verdient. Und um vielleicht noch mal den Abschluss zu Dark zu machen, auch wenn der Vergleich, wie gesagt, hinkt, die erste Staffel kam damals auch nicht so gut an in Deutschland. Falls hier wieder jemand sagt, das ist ganz große Grütze, ist wieder typisch deutsch. Für mich ist das nicht typisch deutsch. Von mir gibt's für die Art der Serie aus unserem Land, für das, was man abliefert, 4 von 5 möglichen Sternen. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Aber eben in diesem Kosmos. Und ihr könnt jetzt anfangen, was ihr wollt damit. Das war's mit meiner Meinung. Bis dahin. Cheerio.